Hallo und willkommen bei der Harfe. Meine wunderbaren Harfenschülerinnen helfen mir dabei, dir dieses Instrument vorzustellen. Vielen Dank euch beiden. Sicher hast du schon einmal eine Harfe auf einer Euromünze gesehen. Diese Harfe gibt es tatsächlich. Sie ist ungefähr 700 Jahre alt und hat 29 Saiten aus Metall. Inzwischen gibt es aber viele Formen und Größen an Harfen, sodass jeder von 6 bis 60 seine passende Harfe finden kann. Die größte Harfe, die du hier siehst, ist die Pedalharfe. Sie heißt so, weil sie Pedale hat. Jedes Pedal kann man zweimal treten. Dadurch klingen 3 unterschiedliche Töne auf einer Saite. Die mittlere ist eine Hakenharfe. Mit den Haken kann man 2 verschiedene Töne auf einer Saite spielen. Die kleinste Harfe hier kann man sich an der Musikschule ausleihen. Obwohl sie verschieden groß sind, haben alle Harfen eines gemeinsam. Ihre Saiten sind bunt. Es gibt immer rote, blaue oder schwarze und naturfarbene Saiten. Gespielt wird die Harfe mit beiden Händen und jeweils 4 Fingern. An der Musikschule beginnen wir mit der Hakenharfe, alleine oder auch in einer Gruppe. Eines der tollsten Dinge auf der Harfe sind die Glissandi. Kein anderes Instrument kann das so schön. Spielen kann man viele unterschiedliche Stücke auf der Harfe. Man kann sie allein oder in der Gruppe oder mit anderen Instrumenten und natürlich auch im Orchester spielen. Falls du jetzt Lust bekommen hast, Harfe zu lernen, freue ich mich auf dich.